Hallo und herzlich willkommen zum Thema CO2. Aber neutral bitte, weil der Mensch verändert das Klima. Was ist denn CO2-neutral? Eine Frage mal. Das ist ein Handy. Ist dieses Handy CO2-neutral? Es stößt keine Abgase aus. Kann es vielleicht sein, dass in diesem Handy sehr viel CO2 steckt? Und das ist genau das Problem, dass wir vieles nicht erkennen, was vorhanden ist. Nämlich vom Abbau bis zum Ende der Lebenszeit dieses Handys hat dieses Handy sehr wohl viel CO2 verbraucht. Und gerade der Akku, der hier drin ist, hat ganz viel CO2 verbraucht. Weil ich brauche ganz viel CO2 bei Baggern, bei Traktoren, bei der Gewinnung von Wasser, beim Bohren, beim Hämmern, beim Atmen, beim Liefern, damit dieser Akku letztendlich bei uns landet. Deswegen steckt hier ganz viel CO2 drin. Und deswegen sagen wir, wir müssen die CO2-Gesamtbilanz betrachten. Das heißt, wie viel CO2 steckt in einem Produkt vom Anbau bis zum Ende oder vom Abbau bis zum Ende der Lebenszeit eines Produktes. Und deswegen ist die E-Mobilität reine Augenwischerei. Sie ist nicht CO2-neutral. Sie hat so viel CO2, dass es im Verhältnis zum Diesel 150.000 Kilometer braucht, bis ein Elektrofahrzeug CO2-neutral zu einem Diesel ist. Deswegen fordern wir von der AfD sofort, schnellstmöglich, damit die Augenwischerei aufhört beim Endkunden, eine CO2-Gesamtbilanz, die nämlich wirklich zeigt, was ein Produkt an Rohstoffen, an CO2-Bilanz mit sich trägt. Damit meinen wir nicht, dass CO2 der Auslöser für alle Katastrophen ist, sondern wenn ich mit diesem Thema spiele, dann muss ich auch ehrlich spielen und sagen, wie viel CO2 stecken in allen Produkten, die wir nutzen. Und deswegen ist E-Mobilität Augenwischerei. Augen auf, mitgemacht und nachgedacht. Blau wählen, AfD wählen. Dankeschön.